da oben ist eine abgeschlossene goldene Truhe. Wo? Hier, wo ich bin. Ich glaube, da habe ich sogar auch einen Schlüssel für. Jo. Zack. Was haben wir hier drin? Und, was hast du? Ich habe blauen Mond. Das ist quasi das gleiche, also ein bisschen schlechter das, als dein Jojo, glaube ich. Aber ich nehme es einfach mal mit. Wahrscheinlich kann man das irgendwie benutzen. Wo bist du denn? Ich stehe hier oben. 155 Fuß über dir. Siehst du mich nicht? Ach, da. Ja, das ist hier. Ach, da war dann noch abgeschlossen, ja? Genau. Das war abgeschlossen. Wie viel Schaden macht die? Ja, die da, macht wie viel Schaden nur macht 23 so? Macht die. Aber ich weiß nicht, ob es nicht sowas auch gibt, wie jetzt zum Beispiel für dieses Night's Edge. Ja. Mit einem so Jojo. Hyper-Jojo. Genau. Ob das nicht auch mit so einem Jojo gibt. Deswegen, ich nehme das einfach mal mit. Ja. Und dann vielleicht kann man das ja einfach irgendwie irgendwann mal in so eine Kiste tun oder so. wir haben das da kann man bestimmt in eine Kiste tun. Ja, da denke ich mir schon. Und dann ja, können wir mal gucken, ob wir da nicht vielleicht irgendwie so ein besseres Jojo rausmachen können. Ja, so ein Hyperding, so genauso mit deinem Schwert. Genau, richtig. Ein Master-Jojo. Ja, wenn es sowas gibt, das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal in Erfahrung bringen. So, waren wir jetzt eigentlich schon überall hier? Warte mal, da geht's irgendwie rechts noch lang. Also bei mir auf der Karte sieht alles total abgegrast aus. Ja, warte mal. Ich glaube, der Geheimsrudern war auch schon mal hier. Warte mal, ich guck mal. Irgendwas habe ich da unten noch gesehen. Aber, kommt schon. Oh, Sackgesicht natürlich. Ah, hier ist zum Beispiel noch eine Kiste. Da ist noch ein goldener Schlüssel drin. Oh. 7 Goldbarren. 4 Flammenpfeile. Was? Fackeln, eine Recall-Forschung, Domino-Pfeile. Und Dynamit. Dann war der Geheimsmudern aber nicht besonders gründlich. Sieht so aus, ne? Muss warte ich mir mal ich vorwerfen. Hier, warte mal, wenn ich hier lang laufe. Kann natürlich sein, dass man irgendwann nicht weiterkommt. Aber wir versuchen es mal. Warte mal, jetzt laufe ich hier weiter. Yeah, boah. 300. schon. Ja, klar. Natürlich, ja. Ich mache das ganze Wochenende ja nichts anderes. Richtig. Als Wutknochen kaputt. Wo bist du jetzt überhaupt hin? Ich bin hier durch so einen Gang. Muss noch einen höher. Ach so, du bist durch einen Gang. Ja, durch den Gang. Durch den Gang, ja. Genau. Und dann. Aber nicht bei dem einen, ne? Bei dem anderen. Hast hier die Stacheln zugebaut? Ja, richtig. Boah, hier sieht bei mir, also ich kann, bei mir wird das noch angezeigt, dass ich hier irgendwie noch runtergehen kann. So, aber ich glaube, da ist auch nicht wirklich was. Ja, hier ist nur noch ein Bücherregal. Okay. Aber das ist auch eher witzlos. Ja. Hier geht's ansonsten noch irgendwo hin. Hier rechts. Was ist denn hier los, ey? Hier sind nochmal wieder voll viele Leute. Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, hier oben ist auch noch wieder eine abgeschlossene goldene Truhe. Sehr gut. Soll ich da mal reinschauen? Mach das. Ich schau mal rein. Hier kommt gerade die totale Invasion. Okay, hier ist noch eine Goldmütze drin, nochmal wieder Fackeln. Heiltränke 5 Stück. Tungstenbar, brauchen wir die? Nee, ne? Nee. Okay, und ein Kobaltschild. Das Tungsten kannst du getrost wegwerfen. Okay. Ich hab's jetzt einfach mal drin gelassen. Und ein Schild war da drin. Das verringert oder das lässt dich quasi nicht mehr zurückstoßen. Ah. Hier noch einen? Ah, hier geht's nochmal wieder weiter. Da ist noch wieder eine abgeschlossene Truhe. Ja, smoothern. Ja, ich komm. Oh,
klickidi klick. So. So. Weiß nicht, ob ich noch einen Schlüssel hab. Ja, einen habe ich noch. Wolltest du reingucken? Oh, das ist sehr freundlich. Ja, ne? Dachte ich mir. Goldmünze, Leuchtstäbe, Höhlenforschertrank, Flammenpfeil, Tanksten, Dynamit. Und ein Muramasa. Oh, das Muramasa, das ist ein ziemlich geiles Schwert. Davon haben wir eins sogar schon. Das braucht man zum Beispiel auch für das Knight's Edge. Au. Ne, dann nehmen wir es mit, obwohl ja. Wir schon eins haben. Ja, richtig. Ja, vielleicht will man das ja irgendwie benutzen oder keine Ahnung. Oder auch ein Knight's Edge nochmal eins machen oder wie auch immer. So, was haben wir denn noch hier? Warte mal, dann könnte ich. Eingang hätte ich sogar noch, wo ich noch nicht gewesen bin. Wo wird dir das angezeigt? Auf der Karte. Da werden dir die Gänge angezeigt. Ja, ich sehe dann halt, dass da noch irgendwie ein Gang ist oder sein könnte. Dass da noch Potenzial herrscht, ja? Ja, richtig. Da gibt noch Anfangspotenzial. Und dann versuche ich da irgendwie hochzugehen. Warum werde ich eigentlich von allem immer verletzt? Ja, genau so. Du bist doch so ein netter Kerl. Das Coole an meiner Zaubereigeschichte hier ist, dass ich die Zauber, die auf mich zukommen, ja. Die kann ich mit einem meiner Zauber abwehren. Ach geil. Nur dann erreichen sie halt den Ed nicht mehr. Wobei ich kann die, glaube ich, einfach mit dem Schwert zerhauen. Aber für die Kiste habe ich zum Beispiel keinen. Habe ich leider keinen Schlüssel. Naja, gut. Aua. Mann, verschwinde! So, boah, ey. Wie viele sind denn hier? Wer hat dich eigentlich zur Party eingeladen? Ah, hier ist nix. Ich glaube. Ah, ja, doch, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, Geheimsmudern war schon mal hier. Ah, guck mal. Okay, aber. Hat da aber sonst auch nichts vorgefunden. Ja, richtig, aber sonst sieht es hier auch recht abgegrast aus, ehrlich gesagt. Ja, hier war aber auch nicht mehr viel. War halt nur noch verschanzt. Ja, richtig, genau. Habe ich ja. Mir sagen lassen. Ja, nur noch diese Dinger, die wir jetzt halt gerade jetzt noch gefunden haben. Oh, ich bin gleich tot. Oh, oh nein, ich bin gleich tot. Da ist ein Herz. Ja, naja, ich nur für dann, dich? Ich schenke dir mein Herz. Eigentlich habe ich es fallen lassen. Ja. Nur für dich. Nur für dich habe ich es fallen lassen. Ja, nee, sonst ist sie, glaube ich, mau. Ja, aber wir konnten schon mal eine halbe Stunde damit zubringen, dem Zuschauer unseren Dungeon zu zeigen. Na guck. Also den. Ja, den haben wir gebaut letztes Mal. Und mit Monstern bestückt. Genau, richtig. Und vor allem mit Spawnern und so. Boah, ey, warum. Die gehen mir ein bisschen um den Keks. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ehrlich. Ja, komm. Ja, gut, dann. Oder wolltest du noch woanders hin? Nö. Von mir aus. Also. Gut, Rückzug! Averita-Tree! Averita-Tree! So, erstmal auslernen hier die ganzen Kisten. Richtig. So. Ach, nicht die Kisten natürlich. Knochen, Alchemie-Table. Boah, ey, wir haben oder so kann viele der Dinger, ne? Ach, Quatsch. Schwache Heiltränke. Oh Gott, ey. Ja. Ne? So, was haben wir denn hier noch? Oder haben wir noch. Da ist unsere Waffenkiste. Da kann der blaue Mond noch rein. Hier ist übrigens das andere, das Muramasma. Hoch. Hat sich vor Angst wegteleportiert. Dieser Spiegel ist grauenvoll. Ja, das stimmt. So. Im Geisten wäre aber so während des Kampf oder so. Während einfach, des Bosskampfs. Genau, einfach. Nein! Tschüss. Ja, das war scheiße. Aber ich habe hier noch Flammenpfeile für dich. Nein. Nö, ich schmeiß die mal weg. Echt? Ja. Oh, was ist denn der feine Herr denn da?
M&M's. Oh, M&M's. Ah. Mhm. Schmecken die M&M's denn gut? Würdest du M&M's weiterempfehlen? Ich würde M&M's in jedem Falle weiterempfehlen. Ja. Link dazu in der Videobeschreibung. Oh. Ich habe tatsächlich auf der Webseite von M&M's habe ich tatsächlich gesehen, dass man seine eigenen M&M's machen kann. Ja, das stimmt. Also mit seinem eigenen auch hier Buchstaben bedrucken oder genau, so ein kleines richtig. Logo oder sowas. Richtig. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich nicht unseren wunderschönen und unser wunderschönes S&M-Counterfeit, dass wir jetzt hier gerade ein wenig eingeblendet sehen. Echt? Ob ich das da nicht mal drauf drucke und dann unter den zwei Zuschauern, die uns zugucken, verlose. Also unter dir und mir, oder? Richtig. Achso, ja. Ja, mach. Wäre doch eine tolle Nummer, oder nicht? Ja, wäre toll, auf jeden Fall. Ach, guck, ey, du blendest das gerade ein. Boah, du bist voll der Typ. Ja, Moment, ich kann das auch ausblenden lassen. Bei mir wird es nicht eingeblendet. Nee, wie denn auch? Ja, richtig. Ja, wie auch. Müsste ich dir eigentlich mal schicken, ne? Aber ich kann es auch nicht ausblenden lassen. Irgendwie geht das jetzt nicht mehr. Ist auch egal. Egal. Bloß nichts anfassen. Ja, richtig, genau. Wo habe ich denn... Ach guck, das eine Auge, was in der Kiste war, habe ich gar nicht mitgenommen. Wie? Echt nicht? Nee. Kannst du nicht einfach die Augen... Nee, hab ich echt da gelassen. Ich dachte, ich hätte es eingepackt, aber... Nee. Habe ich nicht. Du bist ein schlechter Mensch. Ja, richtig. Ich wurde eines Besseren belehrt. Mit den Flammenpfeilen. Unsichtbarkeitstrank, Recall Potion kommt da rein. Ja. Schlüssel tue ich weg. Da, die Schlüssel tue ich weg. Das bleibt. Wormhole Potion bleibt auch. Blaue Laserklinge brauche ich eigentlich nicht mehr. Genauso wenig wie das Muramasma. Das tue ich jetzt in die Waffenkiste. Ja, die ist voll. Wo ist denn die Waffenkiste? Da, wo ich gerade vorstand. Die blaue ist das. Wie, die ist voll? Wieso ist die voll? Ja, die ist komplett voll. Dann können wir doch einiges mal wegschmeißen, ja, oder? Ja, das stimmt. Brauchst du Domino-Pfeile? Was für ein Ding? Domino-Pfeile. Schaden? 10. Was? 10. 10? 10. Nein. 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 Ich bitte dich. Hallo. Aber hier so ein Scheiß wie den verzauberten Bumerang, den können wir doch wegschmeißen, ja, oder? Ja, klar. Tanks, solange du die Schwerter da drin lässt, ist alles gut, ey. Ja, aber halt, die Tanksten und Goldschwerter können doch auch weg. Genauso ja, wie der Zombie-Arm, also, der kann also weg. Die Schwerter, die ich meine, ist einmal das Muramasma und dieser Fleischschlechter irgendwas. Die beiden, die musst du drin lassen. Den Blattbutcherer, ja, genau, und das Muramasma, das lasse genau, ich drin. Die genau. Müssen da drin bleiben. Sonst. Boomstick from. Ja, kann Boomstick. Auch weg. Boomstick ist aber natürlich ein geiler Name, ne? Also ja, ist richtig. Boomstick. Die Harpune ist auch scheiße. Weg mit der Harpune. Night Vision Helmet. Ne, den lasse ich noch drin. Granaten lasse ich drin. Die Wurfmesser schmeiße ich auch alle weg. Und so. 13 Holzpfeile. Wer tut denn 13 Holzpfeile da rein? Ja, die Schneeballkanone ist cool, die möchte ich behalten. Ja, die ist einfach nur, geil. Weil sie schön ist. Das Goldbreitschwert verabschiedet sich. Auf Wiedersehen, das Tangstenbreitschwert verabschiedet sich. Die Rotted Fork. Was ist das denn nochmal? Ist das nicht eine Axt oder so? Eine Axtschwert oder so? Nein, ein Axtschwert. Hast du doch gemacht. Ich habe das gemacht? Ja. Da erinnere ich mich nicht dran. Klingt gar nicht so Blas? Wie hier. ein Blasrohr. Ja, guck. Ja, das ist, ne? Ist auch schön. Wiedersehen, Blasrohr. Ah, oh, Mensch, da kommt ja richtig Platz rein. Boah. Hier sind noch zwei von diesen verkackten Jojos. Ja, die Jojos kannst du, glaube ich, wegtun. Ich wollte gleich irgendwann mal gucken. Obwohl, wer weiß, vielleicht braucht man die noch. Valor und Rally.
Ja, die haben eigene Namen. Halt leider, ich weiß halt leider nicht, ob man sich halt wieder so ein, ob man sich so ein richtig geiles Jojo halt da irgendwie craften kann. Den würde ich nochmal drin lassen, vor allem wenn die einen eigenen Namen haben. Ja. Das Muramasma und die blaue Laserklinge tue ich auch nochmal hier rein wieder. Ja. Ja, wie gesagt, die Laserklinge kann man halt durch irgendwie dieses so ein anderes Ding. Dafür müssen wir, glaube ich, das Gehirn von Cthulhu kaputt machen. Ach ja, stimmt. Dafür braucht man das irgendwie. Oder dafür kriegt man irgendwelche Sachen. Und mit denen kann man sich die verbessern. Und dann sind die gar nicht mehr so kacke. Hm. Der Goldbogen kann weg. Verzauberte Bumerang kann auch weg. Ja. Blödsinn. Diese Bone Pickaxe, da hattest du doch schon mal irgendwas über gesagt, oder? Ja, da dachte ich, die wäre geil. Aber die ist gar nicht so geil. Also. Nee. Gut, dann kommt sie weg. Ja, also ich hatte letztens nochmal nachgeguckt. Aber. Ich dachte, die wäre geil, aber war sie doch nicht so geil. Ja. Du hast gefragt. So, da ist ein Explosiver. Das sind die Dinger. Das Platinum-Schwert und die beiden Katanas können wir auch nochmal aufheben. Die Katanas waren voll geil. Die Javelins sind auch nicht gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Lassen wir nochmal da. Die Schneeballkanone und die Schleimkanone, die möchte ich auch noch behalten. So. Dann haben wir hier in der Waffenkiste zumindest schon wieder ein bisschen Platz. Ja. Ach je. Gut. Haben wir das. Gut. Ja, was ist denn? Sprich dich aus. Es ist tags. Ach gut. Es ist Tag. Tags 7 über. Uhr morgens. Eigentlich die beste Zeit für einen Exkurs gen Himmel. So ein Angeber. Oh nein! Ich hab's auch geschafft, hör auf zu lachen. Tada! Was hier voll geil ist, guck mal, wie lange man fliegt. Hast du das gesehen? Boah, Tatsache! Ja, das ist cool, ne? Oh, da oben kommt eine Harpie an. Ja, genau! Oh nein! Ich hatte den Spiegel ausgerüstet. Verdammt, ich komme. Verdammt. Aber die... Genau die hatte mich letztes Mal, also hatte Geheimsmudern angegriffen. Ja. Und ich habe sie, also Geheimsmudern hat sie nicht angegriffen. Ja. Und sich nicht gegen sie verteidigt. Ja. Um sie nicht zu töten, falls es dafür irgendwie einen Achievement oder Flügel oder irgendwas gibt. Ja, ich glaube die Flügel, bevor wir die kriegen, das dauert. Also das. Ich will Flügel! Ja, ich auch. Aber das wird nochmal sehr krass, glaube ich. Weil dafür, ich hatte mal nachgeguckt, hier, an der Kiste warst du noch gar nicht, ne? Nee. Wollen wir mal in die Kiste gucken? Hier gibt's doch gar keinen Fallschaden. Nee, das stimmt. Leuchtend roter Ballon. Vergrößert die Sprunghöhe. Ja, geil. Plus 1 Nahkampftempo. Nahkampf? Ja, Nahkampftempo, okay. Tungstenbar, braucht kein Schwein. Schwacher Heiltrank. Jägertrank. Fackeln. Und 75 Silber. Was ist das denn? Ja, aber immerhin der Ballon. Man findet das Himmelstor und... Ich glaube, das ist aber auch nicht das Einzige, glaube ich. Weil die Harpien kommen zum Beispiel auch von rechts. Und ich glaube, da hinten ist da noch was. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass diese Himmelsinseln... alle auf einer Ebene liegen. Ja, genau. Also ich glaube, was man natürlich versuchen könnte, wäre jetzt nicht einfach mal irgendwie links oder rechts rüber zu bauen und dann einfach mal zu gucken, ob man da das vielleicht auch noch kriegt irgendwie. Weil, also für um einen Flügel zu bekommen, ja, brauchen wir 20 Seelen der Luft oder so. Dafür müssen wir, also für eine... Also es ist immer so, dass auf diesen Plattformen hier können Lindwürmer spawnen. Und wenn wir die töten und dann Glück haben...